Veranstaltung aufzeichnen und das heißt, Sie werden dann Teil davon sein auf unseren Internetseiten. Ich sage es noch einmal auf Kroatisch für alle. Dakle, dobrodošli. Dobrodošla, draga Ivana, draga Elvira, Petja. Mi smo se sastali ovde da predstavimo Ivaninu knjigu u Elvirinom prevodu na njemački. Knjiga se zove Emet. To je jedno vrlo posebno, jedno čudo od književnosti i meni je velika čast da danas imamo priliku da predstavimo tu knjigu. Prije nego što počnemo, samo svima da kažem oficijalno, od sada snimamo ovaj event i može biti da ćete da će biti pokazani na social media, na Facebook stranici, na YouTube i tako dalje. Ako to ne želite, možete ugasiti kameru ili jednostavno skloniti se sa slike. Počinjemo s tim. Elvira, tebe trebamo. Wir beginnen mit dem Vorlesen aus dem Buch. Ich bitte Sie einfach um ein wenig Geduld. Es werden noch ein paar mehr Leute dazukommen. Wir lesen einmal vor, ganz kurz auf Kroatisch, einfach an, damit wir hören, wie Ivana das so in ihrer Stimme vorliest. Und dann eben Elvira auf Deutsch. Ivana, možeš ti da počneš da čitaš iz Emeta. Hvala. Kad umru svi tvoji, pomisliš kako je gotovo, kako više nikad nećeš biti sretan, samo shrvan. Tako sam mislila, to mi se provlačilo kroz glavu na tatinu pogrebu. Premda je dan bio sunčan, onako jesenski obasjan oštrom, kristalno žutom, neobično toplom svjetlošću, meni je sve nekako bilo zatamljeno. Kao kad u vagonu punom pušača putuješ na more, kroz prozor zuriš u ljeto koje protrčava preko krajolika, a oči te peku i sve ti je sivo. Tata je otišao posljednji. Prije njega je otišla mama, prije mame baka. Djece izgubio prije svih. Tata je bio posljednja karika. Ostale smo na posljedku samo kuća i ja. Ja i kuća koja kao da se hladila. Onako kako se i ljudi hlade kad im se srce zaustavi, pa se pretvore u predmet, beskorisnu, praznu, puževu kućicu. Wenn all deine Lieben gestorben sind, dann denkst du dir, nun ist es vorbei. Nun wirst du nie mehr glücklich sein, nur noch niedergeschlagen. Derlei Gedanken schossen mir bei Papas Beerdigung durch den Kopf. Obwohl der Tag sonnig war, einer von diesen Herbsttagen mit scharfem, kristallgelbem und ungewöhnlich warmem Licht, schien mir alles irgendwie abgedunkelt. Wie im Raucherabteil eines Zuges, der ans Meer fährt. Durchs Fenster sieht man den Sommer über die Landschaft fliegen, doch die Augen brennen und alles ist grau. Papa ging als letztes. Vor ihm war Mama gegangen, vor Mama Oma. Opa war vor allen anderen verschwunden. Papa war das letzte Glied in der Kette. Nun gab es nur noch das Haus und mich. Mich und das Haus, das zu erkalten schien. So wie Menschen erkalten, wenn ihr Herz stehen bleibt, zu einem Gegenstand werden, einem nutzlosen, leeren Schneckenhaus. Häuser ohne Menschen verändern ihren Geruch. Sie stinken nach vereinsamten Greisen mit gegerbter Haut, die keine Lust haben, sich zu waschen, sondern nur im Sessel sitzen und auf den Tod warten, wie auf den Zahnarzt. Etwas Schlimmes und Schmerzhaftes, vor dem sie nicht fliehen und das sie nicht vermeiden können. Mamas Tod war für mich am schmerzhaftesten. Vielleicht wegen ihrer Gebärmutter, da die Möglichkeit, an den Ort meiner Entstehung zurückzukehren, mir nun selbst für die Symbolik des gleichlautenden Fluches verwehrt blieb. Niemand konnte mich mehr, wie in unserer Sprache üblich, in die Möse meiner Mutter zurückwünschen. Damit tröstete ich mich und versuchte, mich durch die eigene Mini-Tragödie zum Lachen zu bringen. Nach Mamas Tod kamen mir kleine Nacktschnecken in den Sinn. Als kleines Mädchen war ich überzeugt, das seien gewöhnliche Schnecken beim Umzug von einem kleineren in ein größeres Haus, in jene leeren, gespenstisch weißen Schneckenhäuser, die ich im Sommer inmitten der Schwertlilien am Brunnen fand. Ich erinnere mich, wie ich im Schatten von Papas Schuppen saß, an der feuchten Erde roch, die sich mit den Sägespänen angefeuchteter Bretter mischte, und mir meine Mutter vorstellte, ihren in Auflösung befindlichen Körper, wie er zum Anfang zurückkehrte. Ich verspürte Übelkeit, die sich wie Elektrizität in meinem ganzen Körper ausbreitete.
Vor meinen Augen erschien ihr Gesicht in seiner unterirdischen Form, verwandelt auf einem weißen Seidenkissen. Violette Blutergüsse, aufplatzende, schrumpelige Haut, ein Mund, der sich zu einem dauerhaften Lächeln verformt. Wie im Traum versuchte ich dann krampfhaft, meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes umzulenken. Auf ihre Hände. Hände sind weniger schlimm, sagte ich mir. Aber dann fielen mir ihre Hände ein, die einen Suppentopf trugen und ihn auf den Tisch stellten. Vor meinen Augen erschienen ihre wurmstichigen, zu Haken verformten Hände. Und mir wurde noch übler. Es gab kein Entrinnen vor dem Schrecken. Ich weiß nicht, warum andere Menschen weinen, wenn ein Angehöriger stirbt. Ich weiß nicht, ob sie so denken wie ich. Manche vielleicht. Oder ist es nur die Leere, die sie bedrückt? Papa weinte wegen der Einsamkeit. Wir sprachen nicht. Ich fragte ihn nicht. Ich sagte ihm nicht, was ich fühlte. Ich kämpfte mit mir selbst im Hof. Das trockene Laub erstickte das Gras. Sie starben gemeinsam, wie in einer Umarmung. So wie ein Selbstmordattentäter die Unbeteiligten mitnimmt in sein eigenes Martyrium. Und dann begriff ich, Leben und Tod knüpfen aneinander an. Ich wollte Papa sagen, dass Mama sich in eine Zypresse oder in Hauswurz verwandeln würde, in etwas Lebendiges, ihr Nahestehendes, was sie aufsaugen und dann durch die Baumkrone bis in den Himmel heben würde. Er hörte mir nicht zu. Ich sprach ihn nicht mehr an. Jetzt tat er mir irgendwie leid. Ich hätte hartnäckiger sein sollen. Ja, danke schön, liebe Elvira, Hvala draga Ivana. Ja, wir haben hier einen kleinen Einblick bekommen in unser Werk, in Emmet. Vermeintlich in eine Geschichte, wo eine Protagonistin in einem leeren Haus sozusagen wartet und darüber nachdenkt, was mit ihrer Familie passiert ist, die alle verstorben sind. Und da beginnen wir unsere Geschichte. Es geht heute darum, wir sitzen ja alle irgendwo in der Pandemie fest, irgendwo jeder in seinem Haus. Es ist eine etwas besondere Veranstaltung hier, wo wir uns zusammengefunden haben, um über Literatur zu sprechen. Es sind schwierige Zeiten, wie Sie alle wissen, und die Grenze zwischen Leben und Tod ist gerade so schmal, wie es uns eigentlich, seitdem wir eigentlich alle leben, so selten vorgekommen ist. Речите ще нам на хрватском добро дошли на наш događaj, jedno posebno vrijeme, u vrijeme pandemije gdje svi sjedimo u kućama i našli smo se ovako na jedan poseban način da pričamo o ovoj jednoj divnoj knjizi gdje počinjemo s tim da protagonistkinja sjedi u praznoj kući i razmišlja o porodici, obitelji koje je izgubila i granica između života i smrti je tako tanka i ja mislim da mi to sad svi baš osjećamo u ovo vrijeme. Auf Deutsch noch einmal, ich werde ein bisschen hin und her wechseln, wobei der Fokus heute liegt ja auf der deutschen Sprache, weil wir eben die deutsche Übersetzung aus Berlin hier vorstellen. Das heißt, den Großteil der Veranstaltung werden wir auf Deutsch führen oder eben von Kroatisch auf Deutsch übersetzen lassen. Nochmal ganz kurz zum Vorgehen. Wir werden immer längere Passagen lesen, wo Sie auch mal einen Moment Zeit haben, vielleicht mal sich ein Glas Wein zu holen oder Sie können sich was zum Häkeln holen, haben wir schon gespaßt oder bügeln parallel oder so. Wir drei müssen ja sozusagen hier gepflegt vor der Kamera sitzen und aktiv sein, aber Sie haben die Möglichkeit, sich auch mal zurückzulehnen und dann einfach zuzuhören. Dazwischen werde ich die Fragen auf Deutsch stellen, dann auf Kroatisch übersetzen für Ivana. Ivana wird antworten auf Kroatisch und Elvira wird es dann auf Deutsch übersetzen. Das alles hier ist relativ neu, auch für uns. Wir probieren ein bisschen aus, wie das funktioniert. Und bitte verzeihen Sie uns, wenn es hier und da mal vielleicht hakt, wenn wir mit den Sprachen durcheinander kommen. Wir lernen alle, mit dieser Situation umzugehen. Dakle, ješće dan put na hrvatskom. Mi ćemo čitati malo duže pasaže. Većina razgovora će biti na njemačkom ili će biti prevedena sa hrvatskog na njemački u slučaju da Ivana priča.
Ovaj, dakle, imamo te duže pasaže gdje vi imate šansu da uzmete po čašu vina ili da malo se odmorite, a ostali dio razgovora ćemo voditi tako da ću ja pitanja postaviti jednom na njemačkom, prevesti na hrvatski, Ivana će odgovoriti na hrvatskom, pa će Elvira sve to prevesti na njemački. Dakle, mi svi još vježbamo sa ovim formatom, ovo je sve nova situacija za nas. Oprostite nam ako nije sve perfektno, ali mi se stvarno trudimo da vam dočaramo ovu knjigu i rad naših umjetnica, tako da nadam se da ćete imati ugodno veče sa nama. Sada počinjemo sa prvim dijelom. Samo još jedna stvar prije nešto zaboravim. Svi koji imaju pitanja mogu da postave ili na kraju, da se javi rukom i da na kraju razgovora kad ja to najavim postavi pitanja, ili da pitanja prije toga ako ne mogu izdržati upišu u chat, pa ćemo kasnije kad završimo razgovor odgovarati na pitanja. Dakle, sada počinjemo sa prvim dijelom razgovora, a to je opće pitanje. Ivana, Elvira, ko ste, šta ste, kako ste došle na to, also auf Deutsch. Möchten wir einfach mal ganz kurz mit den beiden Damen kurz uns unterhalten und ein bisschen hören, wer sind Sie eigentlich, wie sind Sie zur Literatur gekommen, und wir beginnen mit unserer Autorin. Ivana, ti si mi rekla da, dass Sie svašta nešto, dakle, nema šta nisi radila, ja sam stvarno, ostalo su mi usta otvore kad sam i onda malo kad sam proguglala, dakle, možeš malo da nam nešto ispričaš o sebi i kako si došla na ideju da pišeš i da pišeš baš ovu posebnu knjigu. Znači, rodila sam se u Osijeku, u Hrvatskoj. Jedno vrijeme sam živjela u Belgiji, gotovo 7 godina, u Ardenima. Se prevesti? Ich wurde in Osijek, also in Kroatien geboren und habe eine Zeit lang, eigentlich sogar 7 Jahre in Belgien gelebt, in den Ardennen. Bavila sam se mnogim stvarima. Pjevala sam u heavy metal bandu, pjevala sam u operi u nacionalnom kazalištu, slikala sam i imala nekoliko izložbi slika. Prevodim s francuskog i engleskog i najduže pišem. Ich habe alle möglichen Sachen gemacht im Leben. Ich habe in einer Heavy Metal Band gespielt. Ich habe im Opernchor des Nationaltheaters gesungen. Ich habe auch gemalt, aber den größten Teil meines Lebens schreibe ich tatsächlich. Uglavnom prevela sam mnogo knjiga, prevela sam oko 70 knjiga do sada, a koliko sam napisala više ni ne znam, ja mislim 18, ispravite me ako griješim. Genau, den Teil, das ist natürlich logisch. Ich habe genau den Satz vergessen zu übersetzen, der sich auf meinen Beruf bezieht. Sie hat auch ganz viele Bücher übersetzt und jetzt im Nachsatz hat Ivan auch hinzugefügt, ich habe circa 70 oder vielleicht sogar 80 Bücher übersetzt, aus dem Englischen und Französischen. Und ich glaube, ich habe 18 eigene Werke, also Bücher geschrieben. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches gesagt habe, aber ich glaube, es sind 18. I do sada sam dobila brojne nagrade i odlikovanja za svoje knjige. Neke od njih, kao roman Unterstadt, su izvedene u kazalištu, kao i Emmet isto. Und ich habe zahlreiche Preise und Auszeichnungen bekommen für meine Bücher und einige davon, wie zum Beispiel Unterstadt, aber auch der Emmet, um den es hier heute Abend geht, sind inszeniert worden im Theater als Theaterstücke. To bi bilo to. That's it. Ja, vielen Dank, liebe Ivana, für diesen kurzen Einstieg sozusagen, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Weil jetzt kommen wir direkt zum Buch Emmet. Das ist ein sehr eigener Titel. Wie bist du zu diesem Namen gekommen und überhaupt zu dem Thema dieses Werks? Dakle, ovaj, Emmet, to je baš onako neko posebno ime za knjigu. Ja kad sam videla, sam odmah onako se zapitala, Emmet baš zvuči neobično, pogotovo kad se gleda sa hrvatskog jezika. Dakle, odakle ti ideja za to ime i šta to znači i uopšte za knjigu, za temu knjige? Ja sam opsjednuta mistikom, religijom, znači već
najmanje 30 godina proučavam sve religije svijeta. Pročitala sam nekoliko puta i Talmud, i Bibliju, i Kuran, i bavim se i drugim religijama koje nisu religije knjige. Ich beschäftige mich schon seit bestimmt 30 Jahren regelrecht obsessiv mit Mystik und Religion und habe also auch den Talmud und die Bibel und den Koran mehrfach gelesen. Und einige, also auch einige Bücher natürlich über Religion gelesen. U prevođenju sam, znači, moja specijalnost je prevođenje knjiga povijesnih, religijskih i filozofskih. Und beim Übersetzen habe ich tatsächlich auch eine Spezialisierung auf historische, philosophische und religiöse Literatur. Emet na hebrejskom jeziku znači istina. A to je vrlo važna riječ u praškoj legendi o golemu. Emet bedeutet auf Hebräisch Wahrheit und der ist dieses Wort, diese Vokabel ist sehr wichtig in der Legende über den Golem. Dakle, riječ je o stvorenju, biću, koje rabin stvori od zemlje i na čelu mu napiše riječ Emet, istina. Es handelt sich also um ein Wesen, ein Lebewesen, ein Geschöpf, das der Rabbiner aus Lehm geformt hat und er schreibt ihm das Wort Emet, Wahrheit, auf die Stirn. Kad to napiše na njegovom čelu, to biće oživi. I počne se ponašati otprilike kao robot. Radi sve što mu se naloži da radi. Und in dem Moment, wo man ihm dieses Wort, also diese vier Buchstaben, auf die Stirn schreibt, erwacht er zum Leben und ist eine, muss man sich vorstellen, wie eine Art Roboter, der plötzlich anfängt zu funktionieren und zu leben. U trenutku kad taj golem više nikome ne treba, izbriše mu se prvo slovo i na čelu mu ostaje met, što na hebrejskom znači smrt. I to biće ponovno pretvara u gomilu zemlje. Und in dem Moment, wo man diesen Emet nicht mehr braucht, man muss vielleicht hinzufügen, dass auf Hebräisch zwei verschiedene, also im Deutschen sind es ja, oder im Kroatischen auch sind es ja zwei Es, aber das erste ist ein Aleph, also das, der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets. Und in dem Moment, wo man den ersten Buchstaben wegwischt, steht da nur noch Met und das heißt Tod. Und in dem Moment verwandelt er sich wieder zurück in einen Klumpen Erde. Znači, bez istine nema ni života. Istina je život. Und folglich gibt es ohne Wahrheit kein Leben. Die Wahrheit ist das Leben. I zato moja knjiga nosi naslov Emet, zato što je u svim pričama unutra važno razotkriti istinu i znati je. Und deswegen der Buchtitel Emet, weil sich durch alle Geschichten die Suche nach der Wahrheit hindurchzieht und die Offenbarung, also das Entdecken, das Aufdecken der Wahrheit. Ja, hvala Ivana, i hvala Elvira na prevodu. Sad mi svi sjedimo kod kuće, u pandemiji osjećamo tu granicu između smrti i života. I pitanje je šta ljudi možda u ovoj situaciji mogu da izvuku, šta bi to moglo biti, što bi moglo biti interesantno. Ich sage jetzt auch auf Deutsch, es ist mir selber aufgefallen, dass ich erst mit Kroatisch angefangen habe. Also wir sitzen jetzt hier in der Pandemie sozusagen, die Grenze zwischen Leben und Tod ist uns allen sehr, sehr klar bewusst. Wir haben uns hier sozusagen angemeldet, um über dieses Buch ein bisschen was zu hören, was in der Pandemie sozusagen könnte uns das vielleicht sagen oder warum könnte uns das interessieren. Dakle, Ivana, još jedan put na hrvatskom, pošto sam sama to se pobrkala, sad smo u pandemiji, granica između smrti i života, možda čak i te neke istine koje svi tražimo je tu. Šta tvoja knjiga može doprinijeti da mi svi nađemo ili bolje razumijemo tu granicu i dajte ta tri velika elementa koji su važni za nas? Pa kao prvo mislim da
Ova knjiga je zapravo jedna velika meditacija o ljudskoj prirodi. Kroz različite teme u knjizi zapravo razmišljamo o sebi samima. Also als erstes glaube ich, dass dieses Buch eigentlich eine Art Meditation über das eigene Leben, also über das Selbst ist, durch das wir auch über uns selbst nachdenken. Jer događaju se, mi svi u životu smo pokupili nekakva loša, ružna iskustva, neke ružne stvari koje su nam drugi napravili, ali smo ih potisnuli i zaboravili. Denn wir haben ja alle im Leben irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht, die uns andere Leute also hässliche Lebenserfahrungen gemacht, die uns andere Leute zugefügt haben, aber durchs Leben hindurch haben wir sie eben abgespalten, also verdrängt. Ja, to je mehanizam zaštite. Na taj način naša psiha nas štiti da ne poludimo. Denn das ist ein Schutzmechanismus. Auf diese Weise schützt uns unsere Psyche, dass wir nicht wahnsinnig werden. Ali ta trauma se vidi u našem ponašanju, načinu kako reagiramo na neke stvari, na neke pojave. Aber dieses Trauma macht sich in unserem Verhalten bemerkbar, in der Art, wie wir auf bestimmte Erscheinungen und Begebenheiten reagieren. I onda je dobro sad, kad imamo vremena, da konačno sami sebe upoznamo, jer sebe zapravo najmanje poznamo, nemamo nikada vremena za sebe. Sada lijepo čitati knjige i čitati sami sebe u ovim vremenima. Und deshalb ist es gut, dass wir jetzt uns selbst kennenlernen, denn wir hatten ja eigentlich vorher nie Zeit, uns selber kennenzulernen. Deshalb sollte man in dieser Zeit Bücher lesen, in sich selbst lesen und sich auf diese Weise näher kennenlernen. Mnogi poznaju više bolje slonove u Serengetiju nego sebe same, ali to je istina. Viele Menschen kennen die Elefanten in der Serengeti-Wüste besser oder wissen mehr Bescheid über die Elefanten als über sich selbst. Das ist die Wahrheit. Ja, ich fühle das absolut nach, weil ich habe dieses Buch in die Hand gedrückt bekommen und habe direkt zugesagt, ich werde sehr gerne das Gespräch darüber führen und so wie ich halt manchmal leichtsinnig bin und erst dann das Buch gelesen und habe dann festgestellt, oh, das ist ein ziemlicher Brocken sozusagen, so innerlich, psychologisch sich damit zu beschäftigen und es hat mich so richtig aufgewühlt und ich habe nachts ganz viel drüber nachgedacht und habe das meinem Mann erzählt und er meinte, na klar, deshalb ist es für dich so schwer, weil es dich mit dir konfrontiert, weil das irgendwas etwas ist von deinem Wesen, was da auch gezeigt wird. Dakle, ja sam totalno osjećam zato što sam dobila ovu knjigu, rekla sam vodit ću razgovor i onda sam tek počela da čitam knjigu i onda sam vidjela, oh, ok, ovo je baš nešto posebno. I onda po noći sam se budila, pričali smo neki dan o tome, vidjela sam, ne znam, zamišljala duhove i to i onda sam to pričala muže, ne muže rekao da, to je zato što je to tvoj materijal, to je zato što se tu ti nekako osjećaš i zato te strah. Ja mislim da je baš sad u pravo vrijeme da se konfrontiramo sa strahovima, sa traumama, kad već imamo to vrijeme i tako imam osjećaj da smo svi zatvoreni kao zločasta djeca koje trebaju malo da razmišljaju šta su pokvarili. Tako da je to baš posebno. Vielleicht Elvira, du als Übersetzerin, was hat es für dich bedeutet, dieses Buch zu übersetzen und was waren so ein bisschen die Herausforderungen oder was war das, was du so rausgezogen hast? Još jedanput na hrvatskom, dakle Elvira, šta je tebi značilo da prevodiš ovu knjigu što se tiče jezika, što se tiče sadržaja i šta se ti izvukla iz tog iskustva? Also ich werde das oft gefragt, ob das mich nicht mitnimmt, wenn ich Bücher übersetze, in denen es von Not, Elend, Tod, Krieg handelt. Und interessanterweise, aber das passt ja eigentlich ganz gut in das, was ihr beide gerade gesagt habt, interessanterweise hauen mich oft genau die Sachen um, von denen ich es am wenigsten erwartet habe. Also ein bisschen wie mit den glücklichen Familien bei Anna Karenina. Ich übersetze irgendwas, was mich
triggert aus meiner Jugend, irgendeine Geschichte, die im ehemaligen Jugoslawien spielt. Und ich denke, ja, genau, so eine Bettwäsche hatten wir auch oder so ein Radio oder so. Und das macht mich dann sentimental oder fertig oder depressiv oder was auch immer. Und die nackten Tatsachen, die kann ich eigentlich ganz gut. Ich bin ja auch, wie viele wissen, auch Gerichtsdolmetscherin. Das heißt, man ist täglich konfrontiert mit Polizei, mit Gericht, mit kleiner und oder größerer Kriminalität, mit Kriegsverbrechen, mit Flüchtlingen, mit Leid. Aber auch bei den Geschichten ist es oft so, dass mich das kleine Leid der normalen Menschen eigentlich mehr umhaut, die was ganz in Anführungszeichen gewöhnlich Dramatisches erleben, als irgendwelche schweren Verbrechen oder so. Das ist deshalb vielleicht, wie gesagt, auch passt es zu dem, was Ivana gerade gesagt hat, dass die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte, die holt einen oft im am wenigsten erwarteten Moment ein. Und jetzt konkret bei diesem Buch ist es mir zumindest vom Wortschatz und vom Stil her sehr leicht gefallen. Ich habe mich mit Ivana, weil wir ja auch ein Jahrgang sind, ich denke, das darf ich sagen, mit Ivana sehr verbunden gefühlt und mich sehr leicht in die Sprache einfühlen können, weil wir eben einfach auch generationsmäßig auf einer Welle schwimmen. Die Slawonien und Vojvodina, wo ich aufgewachsen bin, sind ein Kontinuum, da ist keine Länder, da ist zwar jetzt eine Ländergrenze, Serbien und Kroatien dazwischen, aber eigentlich ist das sehr, sehr nah beieinander, viel näher als zum Beispiel Dalmatien und Nordkroatien oder so. Deswegen war ich da auch sehr nah dran. Mislim, hoćeš da ja ponovim ovo za Ivanu na hrvatskom? Da, samo kratko. Samo kratko da savžem. Znači, rekla sam da mene obično shrvaju neočekivani momenti u knjigama. Znači, ne sam rat ili smrt ili užas, nego nešto što me podsjeti na nešto iz detinjstva i da mi je često i u tumačenju kad na sudu i policiji radim teže da se nosim sa nekom svakodnevnom bedom nego sa objektivnim kriminalom ili šta znam, jer me to me ne tangira, to se prosto odradi kao posao, jel? A tako je slično i u književnosti, bar meni. A to ide u prilog tome što si ti rekla, da introspekciju često triggeruje ono što smo najmanje očekivali. A u ovom, što se tiče same knjige, rekla sam, to moram da ti kažem sad, zato sam se javila, da je meni, pošto smo nas dve ista generacija, mislim čak isto godište, i pošto je meni Slavonija i Vojvodina su mi, iako tu postoji sad državna granica, mnogo bliže konceptualno nego, na primjer, Dalmacija i ne znam, Posavina ili tako. Tako da sam se osjetila baš jako, jako lako mi je palo da se uživim u tvoj neki stil, u neka zajednička iskustva koje mi delimo iz tih godina i tako. Jel, samo to da napomenem prosto o samoj knjizi. Da. Hvala. Hvala tebi na inspiraciji. Da, ja sam imala taj moment, ja mislim, baka koristi djedove potkošulje kao krpe. I moj bi djed tako kuhao grah i kad bi došli kući iz škole, on bi onako stavio tu, kao onako konobar, tu potkošulju, ona nas bi vodio. Genau, ich hatte auch so einen Moment mit der Familie, mit dem Element der Familie, wo man sich wiedererkennt, wo die Oma die alten Unterhemden von Opa als Geschirrtuch, so als Putztuch nutzt. Mein Opa hat, wenn wir aus der Schule kamen, hat er immer einmal im Monat Bohnensuppe gekocht und uns mit diesen dreckigen Dingen so zu Tisch geleitet wie sonst. Und diesen Moment hatte ich so, diese Verbindung. Wir haben also hier eine Geschichte über eine Familie, über eine traditionelle Familie, also Oma, Opa, Vater, Mutter, Kind. Und im ersten Moment wohnt da ja eigentlich sehr viel so Nostalgie und irgendwelche Ideen und Geschichten aus der Heimat. Wir sind ja alle wahnsinnig nostalgisch, weil wir unsere Kindheit so auf so eine brutale Art und Weise verloren haben. Und eigentlich erwartet man da immer so kitschige, schöne Geschichten. Von früher war alles besser. Hier aber in der Familie, da die Familie ist ein höchst dramatischer Ort, wo Angst und Entsetzen wohnen, wo Schrecken und Grauen und Horror, die ständig unterdrückt werden, und eigentlich kommt die Wahrheit erst zutage, wenn die Grenze zum Tod überschritten ist und da man irgendwo befreit ist. Man ist, während man lebt, als Protagonist sozusagen zum Schweigen
Schweigen verurteilt. Ständig gibt es Blicke und ein Psch und das, darüber reden wir nicht. Warum ist das eigentlich so? Wovor haben wir eigentlich Angst? Warum reden wir nicht? Was ist so schlimm an diesem offenen Gespräch? Warum ist das so eine Bedrohung in der Gesellschaft? Das würde ich jetzt gerne Ivana fragen. Da Ivana mi mamo de constellatio klasično obitelj, dakle djed, baka, mama, tata, kćerka u jednoj kući, sve to budi u nama neku nostalgiju, neke ideje iz djetinjstva koje smo mi svi svako na svoj način brutalno izgubili. I očekivanja su onako to neko klasično prije se bilo bolje. Ali ovdje u tvojoj knjizi u obitelji živi horror, živi strah, žive traume i konstantno strah da se o tome priča, da se svak nekoga drži drugog pod kontrolom, svi se nešto gledaju kao o tome se ne govori. Lucija proba da to nekako razbije, ali je svi onako vraćaju u to mjesto. Šta je u stvari, zašto je toliki problem ta razgovor otvoren? Ja kao u veličini knjiga koje smo čitali ovdje, čak i našem književnom klubu i sad ovdje za ETA Falag, da se sjedne i jednostavno popriča o svemu, možda bi se sve dalo riješiti, ali zašto? Zašto mi u našim društvima ne razgovaramo? Šta ti misliš? Pa mislim da osnovni problem je sramota i ono što će ljudi reći. To je osnovni problem. Zato obitelji skrivaju svoje alkoholičare. Uvijek ćemo uljepšati. Ljude koji imaju ozbiljan problem s alkoholom, obitelj će probati zataškati prema van i sakriti problem. Sakrit će se preljub, sakrit će se samoubojstvo zbog vanjskog svijeta. Ich glaube, das Hauptproblem ist die Scham, die Schande und dieses, was sollen die Leute sagen? Und dass deswegen Familien ihre Alkoholiker verstecken, ihre Ehebrecher, ihre, was war es noch, also alle Sünder sozusagen, alle Vergehen, dass alles eben unter den Teppich gekehrt wird. Die Selbstmörder waren es noch, genau. Weil die Hauptscham, eben die Hauptschande vor dem Nachbarn, vor dem, was die Leute sagen werden, besteht. Ne smijemo zaboraviti da je nekada bilo sramota menstruacija kod žena. To se skrivalo, žena je bila prljava dok bi je imala. Znači, sve te nekakve sramotne stvari o spolnosti se nije govorilo. To se sve prešućivalo. Znači, nije se smjelo govoriti. Mislim da sada se govori više, ali i dalje postoji tabu teme koje se preskaču i koje se guraju po tepih. Man muss sich nur erinnern, zum Beispiel die Monatsblutung, die Periode der Frau, darüber wurde nicht gesprochen. Die Frau war unrein, das durfte man nicht erwähnen. Und andere Dinge, heute wird zwar vielleicht ein bisschen gesprochen über dies und jenes, aber es wird immer noch sehr viel von diesen tabuisierten Themen unter den Teppich gekehrt. Da, Lucija, naša protagonistkinja, se trudi da razbije taj neki kao poklop od stida i da sazna šta se u stvari u njenoj obitelji dogodilo. Zašto i kako ćemo sad saznati u sljedećem dijelu. Also im nächsten Teil werden wir hören, warum die Protagonistin Lucia eigentlich auf der Suche nach der Wahrheit ist und versucht diesen Schutz aus oder diesen Deckel eigentlich aus Scham zu durchbrechen und rauszufinden, was passiert ist. Wir hören also jetzt den nächsten Abschnitt. Sie können sich ein bisschen zurücklehnen und genießen. Ivana. Dugo sam slikala Hanijela, anđela prihvaćanja i shvaćanja. Na posljedku sam baš to ime odlučila nadijenuti anđelu što sam ga slikala za gospođu Magdalenu koja mi je darovala skarabeja za vrijeme što sam joj ga posvetila. Hanijel je bio prvi anđel kojemu sam unaprijed dodijelila ime. Dugo sam dotjerivala Hanijelove oči koje su me na posljedku gledale kao dva snopa žutoga svjetla. Plašile me zapravo, jer samo su one gledale ravno ispred sebe, istodobno moćno i patnički, neumoljivo i preklinjući, poput karijatida secesijskih pročelja. Dugo sam sjedila i zurila u platno koje se sušilo.
Ich habe lange an Haniel gemalt, dem Engel der Annahme und des Verstehens. Am Ende beschloss ich, dem Engel für Frau Magdalena, die mir den Skarabäus geschenkt hatte, genau diesen Namen zu geben. Haniel war der erste Engel, dem ich im Voraus einen Namen gab. Ich arbeitete lange an Haniels Augen, die mich schließlich anschauten wie zwei gelbe Lichtbündel. Eigentlich ängstigten sie mich, denn sie schauten nur geradeaus nach vorn, gleichzeitig mächtig und leidend, unerbittlich und flehend, wie die Karyatiden sezessionistischer Fassaden. Lange noch saß ich da und betrachtete die trocknende Leinwand. »Der sieht aber böse aus«, ließ Mama hinter meinem Rücken verlauten. In ihrer Stimme erkannte ich eine Witzigkeit, die ihr überhaupt nicht ähnlich sah. Deshalb drehte ich mich um. »Böse?« Ich lächelte verunsichert und griff nach einer Zigarette. »Ja klar, schau ihn dir doch mal an«, sie wies mit der Hand auf Haniels Augen. »Er sieht aus wie einer, der alles weiß.« »Er hat alles angenommen«, sage ich unbestimmt und blase den Rauch weit von mir. Ich starre auf meine mit der Augenfarbe des Engels verschmierten Hände. Mama schaut mich an. Ich spüre sie. Sie lockt mich, sie anzuschauen. Ich möchte das nicht. Aus irgendeinem Grund möchte ich das nicht. »Wann wirst du es akzeptieren?«, fragt sie mich schließlich. Ihre Stimme geht von Besorgnis in Wut über. Ich will sie nicht fragen, was ich denn eigentlich akzeptieren soll. »Was habt ihr mit Opa gemacht?«, frage ich sie schließlich, ohne den Blick zu heben. Sie schweigt. »Was habt ihr mit Opa Andrea gemacht?« »Nichts.« »Er sagte, ihr hättet ihn am Kragen gepackt.« Mama schweigt. Ich spüre Haniels bernsteinfarbenen Blick im Nacken, auf der Stirn, den von Mama. Ich senke den Kopf. Ich warte auf sie. Andrea ist gegangen. »Ihr seid alle gegangen«, presse ich durch die Zähne und hebe schließlich den Blick. Wir schauen uns kurz an. Mir kommt es vor, als sähe ich mich selbst in ihren Pupillen. »Das ist unmöglich, ich weiß. Ich bin mindestens 30 Jahre jünger. Ich bilde es mir ein. Manchmal versuchen wir, uns in Dinge zu pressen, über die wir längst hinausgewachsen sind. Wie wenn wir beschließen, einen Film zu schauen oder ein Buch zu lesen, die wir längst enträtselt haben, die uns nichts mehr anhaben können. »Du bist geblieben«, spricht Mama langsam aus, als spräche sie mit einem geistig zurückgebliebenen Kind. »Ihr seid alle gegangen«, sage ich rebellisch. Zorn ergreift mich, er kriecht über meine Haut, wurmstichig und rasend. »Wie ist Andrea denn gegangen?« Jemand klingelt an der Tür. Es ist Magdalena, die ihren Engel holen kommt. Mama geht. Ganz langsam, unwillig, aber dennoch ohne stehen zu bleiben. Ich weiß, dass niemand von ihnen hier sein möchte, während andere Menschen bei mir sind. Wenngleich ich sicher bin, dass die anderen sie nicht sehen können. Die Rückkehrer sind für die anderen wie Durchzug. Vielleicht gerade deshalb. Magdalena riecht blitzblank wie Kristall. Und lila, als habe sie sich in einem Meer von Veilchen gewälzt oder wäre durch Fliederbäume gerannt. Mir scheint, ich stinke nach Tabak und Farbe, während ich vor ihr stehe. Sie lächelt. Erst jetzt sehe ich, wie grau ihre Zähne sind. Bei älteren Menschen verlieren die Zähne ihre Farbe. Sie speichern die Verfärbungen von allem, was sie je gegessen und getrunken haben. Magdalena schaut einen Millimeter an mir vorbei in den Raum neben meiner rechten Schulter. Und das finde ich merkwürdig. Es ist irgendwie gruselig. Ich weiß nicht warum. »Du bist immer noch hier«, sagt sie zu dem leeren Raum einen Millimeter neben mir. Sie lächelt diesen leeren Raum an wie ein Kind, das mir gerade mal bis zur Schulter reicht. Mir wird plötzlich kalt, als würde ich an einer feuchten, vom Schimmel durchnässten Wand lehnen. Und ich rieche diese Feuchtigkeit. Den grünen, sich ausbreitenden Schimmel. »Kommen Sie rein«, sage ich ihr und gehe aus dem Weg. Warme Luft schwappt mir entgegen. Draußen ist es heiß und blendet, wie auf einer Bühne. »Wie heißt er?« Im Flur schaut sie mich endlich an. »Haniel«, sage ich. Ich will mir eine Zigarette anzünden, aber es ist mir unangenehm. Ich möchte das Lila ihres Geruchs nicht zerstören. »Und was sind seine Fähigkeiten?« »Anzunehmen und zu begreifen«, sage ich, während wir auf die Veranda hinausgehen. Magdalena bleibt vor Haniel stehen und faltet die Hände.
Ihr Lächeln verflüchtigt sich für einen Moment und mich beschleicht die Angst, dass sie ihn plötzlich nicht mehr haben möchte. Nach und nach lächelt sie wieder, breit und ehrlich, schaut mich an, nickt mir zu, sagt, sein Blick sei sehr direkt, er schweife nicht ab, blicke noch nicht einmal weg, wenn er etwas sieht, was er nicht sehen möchte. Sie sagt auch, dass viele Menschen den Blick vom Offensichtlichen abwenden und so in eine Finsternis geraten, aus der sie keinen Ausweg mehr finden. Man muss mutig sein, sagt sie. Schon wieder schaut sie an mir vorbei. Ich frage mich, ob sie das Mädchen im Spiegel sieht, will das aber nicht laut aussprechen. Magdalena nickt wieder und reicht mir einen Umschlag mit Geld. Das mit dem Umschlag ist mir unangenehm, peinlich wegen ihres Blicks, der mich meidet. Schließlich fügt sie hinzu, es reiche aus, einen einzigen Buchstaben wegzuwischen. Verwundert schaue ich sie an. Sie ruft mir die Geschichte vom Golem in Erinnerung. Ich begreife immer noch nicht. Ich weiß nicht, warum sie mir das erzählt. Ich beginne, Haniel in Luftpolsterfolie einzuwickeln und reiche ihn ihr wie ein Baby. Mir schießt durch den Kopf, dass ich meine Engel verkaufe wie eine Rabenmutter und eine unbeschreibliche Traurigkeit ergreift mich und lässt meine Augen brennen. Magdalena geht. Ich stehe lange an der Haustür und folge ihr mit dem Blick. Sie biegt um die Ecke und plötzlich ist alles öd und leer. Mein Atelier ist leer. Ich setze mich inmitten dieser Leere auf einen Stuhl und schaue mich um. Mir ist schwindelig. Wie auf einem Karussell, wenn man die Augen hin und her streifen lässt, bis zum Erbrechen, bis zur Benebelung. Fast kann ich die Musik hören, die laut und wieder leiser wird, wenn das Karussell näher an die Lautsprecher heranschwingt und sich wieder entfernt. Ich kneife die Augen lange zu, versinke in der Dunkelheit, lasse mich fallen. Als ich die Augen aufmache, steht Mama neben der leeren Staffelei. Sie schaut mich besorgt an. Lange kannst du hier nicht mehr so weitermachen, sagt sie mir. Ich beachte sie nicht. Ich verspüre Brechreiz. Mein Mund ist trocken, als hätte ich geschrien. Ich habe lange gebraucht, um mich nicht mehr zu fürchten, sage ich aus heiterem Himmel. Ich weiß nicht, wieso. Ich schaue Mama an und warte darauf, dass sie etwas sagt. Mama sieht mich schweigend an. Mir ist nicht wohl unter ihrem Blick. Ich habe nachts zur Treppe hingelauscht, fahre ich fort, obwohl er die knarzende Stufe immer übersprungen hat. Du weißt, dass er immer zu mir gekommen ist. Mama schaut mich an. Ihr Blick füllt sich mit Entsetzen. Mir kommt es vor, als würde sie langsam nicken, oder aber mir ist immer noch schwindelig. Ich erzähle ihr, dass ich diesen Weinbrandgeruch bis heute hasse, diesen widerlichen bernsteinfarbenen Gestank, seine Hände auf mir, in mir. Mama fleht mich an, aufzuhören. Immer wieder sagt sie mir, sie habe keine Kraft, sich das anzuhören. Sie sagt mir, sie hätten ihn angefleht, damit aufzuhören, sowohl Oma als auch sie. Papa durfte es nie erfahren. Sie wusste, dass Papa ihn umbringen würde, wenn er es erführe. Sie erklärt mir, dass Väter besonders empfindlich sind, wenn es um ihre Töchter geht. Und hat er es erfahren, frage ich langsam. Mein Mund ist ausgedörrt, ich schaffe es kaum noch, Worte hervorzubringen. Mein Hals zieht sich zusammen, verkrampft sich. Mama schaut mich ruhig an. Eine ganze Ewigkeit, wie mir scheint. Dann nickt sie ganz langsam, aber deutlich erkennbar und schließt ebenso langsam die Augen. Wo ist er, frage ich. Meine Stimme ist verändert, dumpf, so gar nicht meine. Hier. Wo? Das musst du nicht wissen, sagt sie streng. Ich verstehe nicht, warum sie so ist. Ich bitte sie, es mir zu sagen, aber zu guter Letzt dreht sie sich nur weg und geht. Ich habe Durst. Ich habe keine Kraft aufzustehen. Ich habe den Eindruck, mein Herz sei stehen geblieben, mein Blut sei durch die Fersen ausgelaufen. Ich sei hohl, leer und öd wie die Hülle einer Zikade. Lange sitze ich nur so da und starre in die Abenddämmerung, die sich über die furchtbar schmutzigen Scheiben der Veranda ausbreitet. Als wäre alles stehen geblieben. Ich höre noch nicht einmal mehr den Wecker. Ich erinnere mich nicht, ob ich ihn heute Morgen aufgezogen habe. Ich erinnere mich an gar nichts mehr, als gäbe es mich nicht, als wäre ich tot. Fast muss ich lachen bei dem Gedanken, dass der Tod vielleicht genau das ist, bleiben und weggehen im selben Moment, simultan, unbegreiflich und trotzdem so einfach. Ich sollte mir tatsächlich einen Hund anschaffen. Diese Einsamkeit macht mich noch ganz verrückt.
Ja, danke, liebe Elvira, danke, Ivana. Wir sehen an dieser Textstelle sehr schön, wie Ivana etwas, was am Anfang sehr vertraut vorkommt, sehr bekannt, ganz langsam entwirrt und ganz langsam aufzieht und darunter, unter dieser Fassade von Bekannten, da ein Grauen hervorkommt. Wir haben hier eine Stelle, die sich dreht um den Engel Haniel, der Annahme, also der Annahme und des Verstehens. Es geht hier um die Wahrheitssuche und die Frage, is it better to know or not to know? Und die Frage für mich ist es, was hat diese Wahrheitssuche eigentlich mit diesem Überirdischen zu tun, also mit der anderen Welt, mit der Welt der Geister, der Engel, der Teufel? Und warum ist diese Grenze da so verschwommen? Was tut sich da hervor unter der Grenze des Bekannten, des Familiären eigentlich? Ivana, ovaj, ovdje si tako lijepo pisala nešto što na početku počinje sa slikama koje su nam poznati, ne, dvije žene koje pričaju o anđelu, jedna slika druga hoće da kupi sliku i onda polako se razvija neka tema koja onako element po element se otkriva, ovaj, sav taj strah i taj horror cijeli te priče i ovdje nešto smo već čuli, ali nam još nije jasno šta. Ovaj, i mene, moje pitanje je taj anđeo ovaj, koji hoće da razazna, koji hoće da razumije, da prihvati i istina. Je li bolje da znamo ili da ne znamo? I, ovaj, i pitanje šta to, kakve veze to ima sa onim svijetom, sa duhovima, sa anđelima? Ovaj, šta možeš da nam kažeš? A da nam ne izdaš previše. Ne znam je li bolje znati ili ne znati. Jer u nekim slučajevima je bolje znati pa bismo se pripremili za nešto. Ja da sam znala da će mi baka umrijeti u 3 dana od gripe, prošle godine, joj češće govorila da ju volim i više bih joj vremena posvetila. Ali ovako je otišla. Tako da tu žalim što nisam znala. Ali mislim da je bolje ne znati koliko će nam život trajati. Ili inače bismo bili u panici cijelo vrijeme. Ich weiß es nicht, ob es besser ist zu wissen oder nicht zu wissen. Manchmal denke ich, es ist besser zu wissen. Zum Beispiel, wenn ich gewusst hätte, dass meine Oma innerhalb von 3 Tagen an der Grippe sterben würde, hätte ich mehr Zeit mit ihr verbracht, hätte ihr häufiger gesagt, dass ich sie lieb habe. Aber grundsätzlich denke ich, ist es besser, nicht zu wissen, denn sonst würden wir ja wahnsinnig werden, wenn wir zum Beispiel unseren Todeszeitpunkt kennen würden oder so. Ja duboko vjerujem u postojanje paralelnog svijeta, što se čak može i znanstveno objasniti energijom koja nikad ne nestaje. A možemo i simbolički biti povezani s našim mrtvima kroz sjećanja koja su nam utisnuli u nas i kroz nasljeđe koje su nam prenijeli, obiteljsko nasljeđe, mislim o mentalnom nasljeđu. Also ich glaube sehr fest an die Existenz einer parallelen Welt, einer geistlichen Welt sozusagen. Und wir können auch symbolisch mit unseren Vorfahren, mit unseren Verwandten verbunden sein durch das Erbe, was sie uns eingeprägt haben. Recimo, kad sam kupovala ovu kuću koju sam sada, od ljetos sam u ovoj kući, morala sam doći jednoga dana, zamolila sam vlasnicu da dođem sama u kuću, da vidim je li prazna, da nema njezinih još u kući. Als ich zum Beispiel dieses Haus gekauft habe, in dem ich jetzt wohne, also von einem Jahr, seit dem Sommer wohne ich in diesem Haus und bevor ich das gekauft habe, habe ich die Vorbesitzerin gebeten, einmal ganz alleine in dieses Haus kommen zu dürfen, um zu erspüren, ob es leer ist, ob ihre Vorfahren vielleicht noch darin hausen. Tako da su mrtvi zapravo neprestano oko nas, na ovaj ili onaj način, ali tu su. Wir sind also auf diese oder jene Weise immer von den Verstorbenen umgeben. Sie sind auf jeden Fall da.
Ja, bevor wir die nächste Textstelle hören, wollte ich noch mal ganz kurz noch mal nachfragen. Also wir haben den Titel Emmet und andere Geschichten. Das heißt, wir haben Emmet. Jetzt ist die meine Frage, ist das jetzt eine längere Kurzgeschichte oder ein kürzerer Roman? Und wie hängen die anderen Kurzgeschichten hier zusammen thematisch? Also wie ergibt das ein gemeinsames Buch? Wie hast du das ausgewählt? Beziehungsweise hast du sie extra dafür geschrieben oder zusammengefügt erst später? Dakle, ovaj, mi ovdje imamo Emmet i druge priče. Dakle, da li je Emmet duža kratka priča ili kraći roman? I, ovaj, i kako su druge priče? Da li si ekstra to sve napisala kao jedno djelo ili si pisala pa kasnije iskomponirala? Šta je to što ovu knjigu ovaj drži zajedno? Emmet sam krenula pisati da bude roman, ali sam onda shvatila da bi to bilo predepresivno da napravim od toga roman od 300 stranica, pa sam sažela. A ono što vezuje, sve te priče su nastale u isto vrijeme otprilike, teži ih tematika, znači opet su tu mrtvi. Mrtvi su poveznica svih priča. Also als ich begonnen habe, den Emmet zu schreiben, habe ich schon gedacht, dass ich einen Roman schreibe. Also konzipiert war er als Roman, aber dann merkte ich sehr bald, dass das zu deprimierend wird, wenn das jetzt ein 300-Seiten-Werk wird, sodass ich ihn wieder komprimiert, also gekürzt habe. Und die anderen Geschichten in dem Buch, was alle miteinander verbindet, ist die Zeit, in der sie entstanden sind und die Thematik. Es sind die Toten, die sie verbinden auch. Ja, das werden wir jetzt nochmal hören in der Kurzgeschichte Dämonen. Erst kurz angelesen von Ivana auf Kroatisch und dann nochmal in der kompletten Version. Ich hoffe, Sie können, also ich fühle mich hier super fit und ich finde es wahnsinnig interessant. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso und Sie können noch ein bisschen durchziehen. Wir werden noch ein bisschen überziehen, aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass das funktioniert hier ganz gut und wir können Ihnen das schon zumuten. Dakle, Ivana, ti počinješ na hrvatskom. Demonima. Demoni, da. Uvijek su tu, rekao je djed. Zurio sam u njega kao tele u šarena vrata. Tu su, idu za nama, posvuda. U šporetu je pucketala vatra. Baka je na plotni iskuhavala krpe, nešto bijelo. Kuhinja je mirisala na deterđent i kuhanu pamučnu tkaninu. Djed je počešao uho palcem kao da će ga otkinuti, kimnuo pa kaže prstom upravo mračan kut između vrata i kredenca. Tamo. Eno, jedan čuči tamo. A ja sam se zagledao u mrak u kojem je bila papuče i natikače u kojima bi ljeti istrčavala na dvorište. O mrkve, luk i rajčice. Ili kako bi se iz velike vangle na jabuku ispred vrata pljusnula vodu u kojoj je prala listove salate krcate puževima golačima. Jabuka raste kao glomazan nadgrobni spomenik utopljenim puževima, ponekad bih pomislio ježeći se, kao da bih na groblju iz izazova mrtvacima krao lampaše. Sie sind immer da, sagte Großvater. Ich starrte ihn an wie die Kuh das neue Tor. Sie sind hier, sie folgen uns, überall. Im Herd knisterte das Feuer. Großmutter kochte Küchentücher aus, weiße Wäsche. Die Küche roch nach Waschpulver und baumwollener Kochwäsche. Großvater kratzte sich mit dem Finger am Ohr, als wollte er es abreißen, nickte und zeigte mit dem Zeigefinger auf die dunkle Ecke zwischen Tür und Küchenschrank. Schau, da hockt einer. Und ich starrte in die Dunkelheit, in der Großmutter die Pantoffeln und Latschen stapelte, mit denen sie im Sommer auf den Hof hinausrannte, um Möhren, Zwiebeln oder Tomaten zu holen. Oder das Wasser aus der großen Schüssel, in der sie Salatblätter voller Nacktschnecken gewaschen hatte, auf den Apfelbaum vor der Tür zu schütten. Der Apfelbaum wächst wie ein riesiges Grabmal für ertränkte Schnecken, dachte ich manchmal, und bekam eine Gänsehaut. Wie wenn ich, als reine Mutprobe, auf dem Friedhof den Toten die Grablichter klaute. Was erzählst du da, du alter Bock, rief Großmutter ihm zu. Mir war kalt. Als wären meine Wangen nicht von der Hitze des Feuers erglüht, das im Herd loderte.
Wer, fragte ich atemlos, ohne Rücksicht auf Großmutter zu nehmen. Sie, er winkte ab, als müsste ich wissen, worum es geht. Unter der vom schummrigen Licht beschienenen gelblichen Tür kroch von außen die Dunkelheit hinein. Ich hätte schwören können, dass sie nach innen drang, uns kalt und hinterhältig einhüllte. So wie der Qualm eines verstopften Schornsteins nachts heimlich durch die Dunkelheit des Zimmers dringt, verdünnt durch das Licht der Straßenbeleuchtung. Wir sammeln sie unser Leben lang, so wie du Murmeln sammelst, lächelte Großvater mich an. Der Wind heulte im Schornstein hinter seinem Rücken. Wir sammeln sie wie Schatten und können sie nicht vertreiben. Du machst dem Kind Angst, seufzte Großmutter, die auf einmal viel stiller geworden war und blasser, wie mir schien. Er soll es wissen, Großvater schaute sie gar nicht an. Einmal wird er sie auch sammeln, eine ganze Armee davon. Was für eine Armee, sagte ich. Heiliger Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein, steh in jeder Not mir bei, halte mich von Sünden frei, murmelte Großmutter ohne Punkt und Komma, als müsste sie keine Luft holen. Ich saß auf dem Bett und blinzelte durch die Wimpern. Ich bin zu groß für Engel, wollte ich ihr sagen, tat es aber nicht. Sie tat mir leid. Über Großmutters Bett hing das Bild eines blassen, dünnen, blondgelockten Mannes. Wie ein jüngerer, frauenhafter Bruder der blassen Lehrerin Anica. Großmutter warf ihm nach jedem Schutzengelgebet einen frommen Blick zu, vor dem Einschlafen. In meinem Zimmer hatte ich das Bild eines Schutzengels. Der war genauso verweiblicht, aber groß wie ein Laternenpfahl. Er führte die Kinder an der Hand zu einer Brücke. Ein Mädchen mit roter Mütze und einen Jungen mit braunen Locken. Großmutter sagte mir, es sei ein wundersames Bild. Als ich ihr sagte, dass nachts etwas in den atmenden, sich langsam öffnenden Schrank lauerte, sich unter dem Bett versteckte und wartete, auf meine Füße wartete. Deshalb machte ich nachts manchmal ins Bett. Sie sagte auch, ich solle beten, in der Angst. Das würde helfen. Sie wurde böse, als ich ihr sagte, ich traue mich nicht zu beten. Mein Eindruck sei, die Worte des Gebets, egal welche Worte, wären wie Kieselsteine aus dem Märchen von den Kindern im Wald und der Hexe im Pfefferkuchenhaus. Dieses Etwas würde mich nur leichter finden. Das sagte ich ihr, und ich dachte es auch. Deine Engel da, die wissen doch nicht, wie es den Menschen geht, Maritza, sagte Großvater mit leichter und dennoch verächtlich scharfer Stimme. Halt den Mund. Man muss auf die Schnauze fliegen, um zu wissen, wie es ist, Mensch zu sein. Sich so richtig wehtun, sich eine blutige Nase holen, seufzte Großvater. Ich wollte ihm sagen, dass jemand vor der verglasten Küchentür stand. Ich konnte nicht. Mein Kiefer war ganz steif. Ich war mir sicher, dass jemand in der Dunkelheit stand und uns anglotzte. Und die da, das sind Gefallene, die wissen, was wir für ein Dreck sind. Du Blödmann. Großmutter rührte emsig in der Wäsche herum, als wäre es Bohneneintopf. Die Augen bekommen eine andere Farbe, wenn wir Angst haben. Ich wusste das. Das Licht weicht aus ihnen, flattert in die Luft, irgendwohin, wie ein Vogel. Ein winziges, hungriges Vögelchen. Großmutters Augen wurden ganz dunkel, als ich ihr sagte, dass Mama durch hüfthohes, dunkles Wasser gelaufen ist. Ringsherum war es dunkel und sie schritt auf mich zu wie ein Lampion aus weißem Reispapier, von innen erleuchtet. Auf ihrem Gesicht konnte ich nichts sehen. Ich wunderte mich nur über ihr weißes, in Dunkelheit getauchtes Kleid. Ich sah die Angst in Großmutters Augen, wie etwas, das geflohen war. Auf Mamas Beerdigung weinte ich vor Angst, riesiger Angst. Ich hatte Angst um Mama. Ich hatte jenes Wasser noch vor Augen und so fragte ich mich, ob ihr dort kalt war, wie sie den Weg finden würde, wohin sie überhaupt ging. Ich hatte Angst um mich selbst. Eine Welt ohne Mama war wie ein Gästezimmer, in dem niemand den Ofen anheizte, weshalb der Winter von oben aus den Deckenwinkeln troff und einen einfach ergriff. Man muss Eier in der Hose haben, sagte Großvater gen Ende, als er schon kaum noch atmete. Nur wenige Menschen haben Eier in der Hose, mein Sohn, sagte er, indem er mich mit dem Blick suchte. Seine Augen waren trüb. Das Licht wich langsam aus ihnen. Das wollte er nicht, doch er musste. Ich wollte seine Hand nehmen, fragte ihn, ob er eine Zigarette wolle, ob ich sein Kissen aufrichten solle, ihm noch ein weiteres Kissen unter den Rücken schieben und ihm eine Zigarette geben. Er nickte. Der Rauch sabberte um seinen Mund herum. Alles floh vor ihm, die Luft, der Rauch und das Licht. Man muss sie antreten lassen, weißt du? Er hustete sich die Seele aus dem Leib, so zumindest schien es mir.
Ich weiß, dass Großmutter geweint hat. Sie machte sich am Toilettentisch zu schaffen, wischte Staub, stellte die Porzellanfigürchen um, weigerte sich, sich zu uns umzudrehen. Weißt du, man muss ihnen sagen, was zum Teufel wollt ihr, verdammt nochmal? Großmutter schluchzte, als würde sie seufzen. Als ob man im Traum rennt, sich aber eigentlich nicht vom Fleck rührt. Alles rennt hinter uns her, nur wir bleiben stehen. Und die Angst erdrückt uns. Wir werden immer von denen geholt, die wir verdient haben, hat Großmutter einmal gesagt. Sie sagte auch so etwas wie, der Teufel hat ihn geholt, wenn mal wieder ein Säufer, Taugenichts oder Hurenbock aus dem Ort starb. Ich stellte mir dann einen gehörnten Schatten vor, wie er die Seele des Tunichtguts hinter sich herzog wie einen Putzlappen. Sei besser als ich, mein Sohn, sagte Großvater schließlich. Er angelte nach Luft. Die Zigarette führte er nicht mehr zum Mund. Er hielt sie vor der Brust wie ein Räucherstäbchen. Seine Hand war ganz gelb. Ich hatte nicht die Eier. Schau mal, wie viele ich davon angesammelt habe. Er versuchte, den Kopf zu heben, mit den Augen auf die Wand zu zeigen. Ich wusste, dass er es wollte. Sein Gesicht verkrampfte sich, schrie nach Kraft. Verdammt sollen sie sein. Langsam, ganz langsam reichte er mir die Zigarette, die glomm wie ein wütendes Glühwürmchen. Ich zog daran. Der Filter war von Großvaters Speichel durchweicht. Wir schwiegen. Man hörte gar nichts. Als atme niemand mehr im Zimmer. Auch Großmutter war erstarrt mit ihrem Lappen, der eigentlich ein Stück von Großvaters altem Unterhemd war. Lappen sind die Leichen von Unterhemden und T-Shirts, sagte ich ihr einmal im Scherz. Sie lachte nicht. Und dann nur ein Seufzer. Oder die Seele, etwas Weiches, leicht wie Luft, wie weißer Tüll auf dem Gesicht der Braut vor dem Altar. Großvater seufzte, nichts weiter, er ging von dannen. Ich fragte mich, ob Mama genauso gegangen war. Ich hatte sie nicht verabschiedet. Ich habe nur gesehen, was sie hinterlassen hat. Jenen bleichen, wächsernen Körper, an den heranzutreten, ich mich nicht traute. Großmutter rannte herbei. Sie fuhr sich mit der Hand durchs Gesicht, als würde sie es waschen, küsste seine Stirn. Ich rührte mich nicht, obwohl ich ihn bei der Hand nehmen wollte, ihm etwas Beeindruckendes, Erinnernswertes sagen, etwas, das er mit dorthin nehmen konnte, wohin er bereits aufgebrochen war. Großmutter starb im Krankenhaus, in so einem Zimmer mit grüner Ölfarbe, kranker Farbe für kranke Menschen. Sie sagen, sie sei nicht mehr aufgewacht, so sagten sie es mir. Aber ich weiß, dass sie aufgewacht ist, nur anders, zu etwas anderem. Wie wenn ich morgens betrunken an einem Ort erwache, an den ich mich nicht erinnere. Ich weiß, nicht weiß, wie ich dorthin gelangt bin und das Gesicht einer Frau erblicke, die ich nicht erkenne. Wenn du betrunken bist, geht jemand anderes in dich rein, sagte mir Margitta. Ich lachte sie an, begriff nicht, dass sie sich zum Aufbruch bereit machte. Du fliegst raus in etwas anderes, in einen, was weiß ich, rosaroten Nebel. Und stattdessen kommt jemand anderes in dich rein. Jemand Böses, Garstiges, Gemeines. Ich wollte ihr sagen, dass das sicher einer von diesen schwarzen, niederträchtigen Dreckskerlen war, die mich wie Hunde verfolgten. Räudige Straßenhunde, die man in einem Moment der Schwäche anlockte und die einen dann nicht mehr losließen. Sie suchten ein Zuhause. Manchmal führe ich Selbstgespräche. In letzter Zeit immer öfter. Als würde ich Tischtennis mit der Wand spielen, um meine Stimme nicht zu vergessen. Manchmal mache ich die Augen weit auf und sehe Großvater. Ich nehme den Geruch seiner Zigarette wahr. Den goldgelben Drehtabak vom Markt, lang wie die selbstgemachten Nudeln von Großmutter, bevor sie die Teigstücke mit dem großen Messer kleinschnitt. Er schaut mich an, Großvater, als würde er mich mit seinen farblosen Augen auslachen. Er sieht mich und doch sieht er mich nicht. Ich weiß nicht, was er sieht. Ich wollte ihn fragen, wie das geht, besser sein. Und als was? Als ich noch Zeit hatte. Das wollte ich ihn fragen. Und ich hätte es tun sollen. So einiges hätte ich tun sollen. Habe ich aber nicht. Ich weiß, wer ihre Mutter ist, sage ich zu Großvater. Ich hätte schwören können, dass sein schadenfrohes Grinsen sich von Ohr zu Ohr ausbreitete. Jetzt weiß ich es. Wir sind ihre Hurenmutter. Aus jeder unserer Dummheiten schlüpften sie wie aus einem Ei.
Mit den Händen fasse ich nach dem unsichtbaren Ei in der Luft, spreize die Finger, als würde mir das Eiweiß die Hände hinablaufen. Großvater schaut mich an, schaut meine Hände an. Ich glaube, er lacht tatsächlich. Oder er verkrampft sich wieder und versucht, etwas zu sagen. Die Schatten stehen da und rühren sich nicht. Und wir geben ihnen dann zu essen und zu trinken. Schau mal, wie groß meine schon sind. Ich haue mit der flachen Hand auf den Tisch. Die schmutzigen Teller hüpfen und tönen wie Schellen. Ich würde Großvater gern fragen, ob er meine Mutter und meine Großmutter gesehen hat. Ich würde ihn gern fragen, warum sie nie zu mir kommen, nirgendwo auf mich warten. Aber ich habe Angst. Ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst habe. Davor, dass Großvater den Mund aufmacht oder vor dem, was er mir sagen wird. Großvater sitzt da, als wäre er real. Hinter seinem Rücken glimmt das Feuer in seinen letzten Zügen. Ich sollte Holz holen gehen. Die ganze Küche riecht nach Buchenasche. Und diese Dunkelheit, die über Großmutters verkrusteten Pantoffeln schwebt, die ich nie wegwerfen wollte, diese Dunkelheit scheint alles zu überwuchern. Und sie riecht anders, irgendwie muffig, nach der Erde, die im Frühjahr verrückt spielt, wie eine läufige Hündin. Deshalb mache ich das Licht im Flur nie aus. Wenn ich es ausmachen würde, das weiß ich genau, würden sie sich alle an der Tür drängen, wie eine paramilitärische Einheit. Sie würden warten, bis die Dunkelheit bis neben den Herd gewuchert war. Dann würden sie unter der Tür durchkriechen und über mich herfallen, während ich Feuer machte oder ein Schläfchen hielt. Sie glaubten mir nicht. Niemand glaubte mir, als ich dem Bekloppten im Wirtshaus erzählte, diese Teufel hätten Mato überfallen. Mato mit der Zigarette, auf der Ottomane. Man sagt, er habe ausgesehen wie ein Stück geschmolzenes Plastik, dass er nach angebrannten Sonntagsbraten gerochen habe. Oder schlimmer. Er ist besoffen mit Zigarette eingeschlafen, sagten sie. Er hat das Licht ausgemacht, sagte ich ihnen. Sie lachten. Alle lachten. Dabei waren sie auch schon bald dran. Alle. Die Leute sahen nur nicht, wie sie sich längst auch um sie feixend drängten. Ich wollte Großvater fragen, warum er seine Familie nicht weggebracht hat. Warum er sie nicht alle der Reihe nach zum Teufel gebracht hat. Dorthin, von wo ich gerne zurückkehren würde. Ich fragte ihn gar nichts. Ich schaute nur. Er schaut auch. Schweigend lausche ich ihnen, wie sie im Flur die Glühbirne anzischen. Wie müßige, hinterhältige, alte Weiber. Danke. Sehr schön. Ich glaube, so lange habe ich in meinem ganzen Leben nicht am Stück gelesen. Das war jetzt auch ein bisschen challenging, so nach hinten raus dazu zu hören, obwohl ich schon kannte, aber das hast du sehr gut durchgezogen, wirklich. Mir ist aufgefallen beim Lesen, beziehungsweise kurz bevor ich ins Gespräch reingegangen bin, habe ich gedacht, irgendwie kam mir diese Art des Schreibens so bekannt vor und ich habe hin und her überlegt und dann fiel mir ein, dass ich das ein bisschen so, vor allem in der deutschen Übersetzung von Christa Wolf, die Sprache, dieses sehr mutige, sehr weibliche, irgendwie sehr mit einer großen Wucht, aber auch mit irgendwie einem großen Gefühl und mit einem großen, mit einer Haltung sozusagen. Das fand ich eben ganz, ganz interessant. Und deswegen muss ich, weil ich hier in Berlin im Jahre 2020 sitze, die Frage stellen, diese Männer kämpfen alle mit dem Teufel. Also der Teufel macht den Männern irgendwie mehr zu schaffen als den Frauen. Und sie quälen die Frauen, sie misshandeln sie, sie vergewaltigen sie, terrorisieren sie, sie lassen sie alleine. Aber irgendwie am Ende, wenn man Strich drunter zieht, hat man das Gefühl, dass Männer die Schwachen sind, die dem Teufel eben nicht widerstehen können. Und meine Frage ist einfach, ist Emmet ein emanzipatorisches Werk oder ist es einfach nur eins, das sich eben mit dem Menschlichen und Allzumenschlichen beschäftigt? Also wie sieht Ivana das? Ivana, malo prije prije što sam se prijavila na razgovor, nekako sam imala dojam, negde sam ja, nekako mi je to bilo poznato, pogotovo u prijevodu na njemačku, i imala sam dojam da, da je to slično kao Christa Wolf, koja ima velike, jake žene, Medea, Kassandra, koji je, to, i onako piše sa
sa velikim osjećajem i, i nekako sa, sa kohones, kako da kažem, sa, sa jajim, tako ima neko muški, muda, ovaj, muda. Muda, muda, ovaj, a, a iza svega toga ovaj, stoji jedna vrlo jaka žena i ovaj, to mi se tako svidjelo ovaj, kako ti to nekako pisuješ, imaju svi ti muškarci koji se tako boje džavla i imaju problema da se nekako protiv, protiv svi ti džavoljčića nekako da ovaj, izbore i na kraju umru u strahu, a žene koje su maltretirane i terorizirane i silovane i nekako ovaj, ostavljene same u cijelom to životu su nekako ispadaju kao, kao puno, puno bolje izađu i, i kad umru nekako imaju tu, kako da kažem, imaju, nije i strah toliko i nekako izađe kao, kao da su jače u svemu tome. Da li je, dakle, Emet donekle, ovaj, ja, feministička neka priča ili je to samo priča o tome kako smo mi ljudi, šta ti kažeš? Ma nije to feministička priča. To je činjenično stanje. Hoćeš prevesti? Das ist keine feministische Geschichte, das ist ein, eine Bestandsaufnahme, ein Tatsachenbericht. Mislim, problem je što muškarcima odgoj zabranjuje plakanje i pokazivanje emocija. I muškarci, sad to više nije tako, ali nekada je bilo, muškarci su tražili drugčiji izlaz da riješe problem emocija. A najlakši izlaz je bio alkohol. Alkohol i kurvanje. Das Problem ist darin, dass den Männern bis vor kurzem, den Jungs, die anerzogen wurde, dass es, dass sie nicht weinen dürfen und dass sie keine Emotionen zeigen dürfen. Und deshalb haben sie einen anderen Ausweg aus diesem Erziehungsdilemma gesucht, weil sie keine Schwäche zeigen durften, sind sie in Alkohol oder Herumhuren geflüchtet. Žene, valjda biološki, kao što i u prirodi, ženka, životinje je tu da sačuva život, da sačuva mladunčad. Znate da žena kad je u panici je u stanju podignuti automobil da spasi dijete. Dobivamo nevjerojatnu snagu u trenucima kad je najpotrebnija. Und Frauen, weil es einfach biologisch so vorbedingt ist, dass sie sich um die Jungen, um das Leben kümmern müssen. Ihr wisst ja vielleicht, dass Frauen in bestimmten Gefahrensituationen übernatürliche Kräfte bekommen, also förmlich in der Lage sind, ein Auto anzuheben, um ihr Kind zu retten oder so. Puno toga žena može izdržati i mislim da nepravedno nosi titulu slabijeg spola. Und eine Frau ist, wie gesagt, in der Lage, sehr viel auszuhalten. Deswegen glaube ich auch, dass, es, dass sie ungerechterweise dieses, diesen Beinamen zartes, schwaches Geschlecht trägt. Ja. Oder den Titel des dummen Huhns, weil Männer müssen ja immer klüger sein als Frauen. Pa eto, nadam se da smo mi dokazali čas, da tu titulu definitivno nismo ovaj, zaslužile. Malo smo već prešli preko vremena, ali ja mislim da se definitivno isplatilo. Hvala vam na vrlo interesantnom razgovoru. Meni je bila velika čast da smo se upoznali i da smo imali šansu da pričamo o tvojoj knjizi. Elvira, tebi hvala na prijevodu. Ich sag's nochmal auf Deutsch. Also ich finde, dass wir Frauen definitiv heute den Titel verteidigt haben. Dass sie eben keine dummen Hühner sind, hoffentlich. Und das bewiesen haben, wir haben hier ein wirklich besonderes Buch. Ja, wir lassen uns nicht vergessen, warum wir eigentlich hier sind, und zwar um dieses Buch zu promoten. Es gibt im Chat nochmal den Link, also das nochmal zu kaufen. Und ich würde Sie bitten, also jetzt vor Weihnachten, Freunde, Verwandte, alle, die irgendwie ein Buch haben, jetzt ist im Lockdown eigentlich das beste Geschenk, weil ich mein Make-up brauchen wir nicht, Schminke brauchen wir nicht. Die ganzen Shishi-Sachen braucht man nicht, vielleicht höchstens mal was zum Kochen
oder so und dann eben Bücher. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das Buch weiter lesen würden, verschenken würden, vielleicht uns auch eine Rezension schreiben würden, wie Sie es gefunden haben. Das würde mich auch interessieren. Und ich hoffe einfach, dass Sie auch heute ein bisschen auch das genossen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ivana. Es war mir eine große Ehre, Sie kennengelernt zu haben, mit dir sprechen zu dürfen. Elvira, die ja meine Freundin ist, sozusagen, die mich überhaupt hier eingeholt hat, ist auch wirklich eine große Ehre, dass ich mit dir auch sprechen durfte und diese tolle Übersetzung lesen durfte und vorstellen durfte. Petja ist wieder da. Petja, vielleicht magst du noch zum Schluss ein paar Worte sagen, sozusagen als Verlegerin. Ja, hallo, guten Abend. Normalerweise komme ich ja ganz am Anfang, aber jetzt ist ja nichts normal, also komme ich jetzt am Ende, weil ich mich auch um die Technik kümmern musste, das glücklicherweise jetzt auch geklappt hat. Ich denke mal, jetzt nach dieser Vorstellung von dem Buch kann man ein bisschen sacken lassen, weil die Materie ist schon ziemlich schwer. Und da wollte ich auch die Gelegenheit nutzen, auch noch ein paar Worte zu sagen über den Verlag und über das, was noch kommt. Denn genau so ist es auch, wie du sagst, liebe Maya. Wir brauchen jetzt keine großen Gegenstände und Geschenke mehr. Dennoch, Bücher sind immer gut und auch noch in der Krise ist es sehr wichtig, die kleinen Verlage und die Unabhängigen zu unterstützen. Wir haben es im Moment auch alles andere ist leicht, also ihr werdet uns sehr helfen und unterstützen, bei uns direkt zu bestellen. Den Link zum Buch gibt es ja hier in dem Chat. Ab morgen starten wir eine Aktion für Weihnachten, dass wir alle Bücher kostenlos liefern bis zu Weihnachten. Und ja, das war das Allerwichtigste, was ich sagen wollte. Dann würde ich vorschlagen, dass wir es ab jetzt etwas offener gestalten, sodass wir alle miteinander sprechen können. Und weil wir das schon immer so gemacht haben, schlage ich auch vor, dass wir auch heute jeweils einen Wein uns holen und miteinander anstoßen und uns austauschen jetzt über das Buch, über das Leben und wer kann alles, was uns so im Moment wichtig ist. Also, Prost, Sibili. Dakle, sad možemo da pređemo na neoffiziellen dio večeri i da izvadimo vino. Wie sieht's aus? Wird das noch weiter aufgezeichnet? Das heißt, die Leute, die noch... Genau, ich weiß nicht, ob das möglich wäre, dass wir die sehen irgendwann. Petja, was sagst du? Ich würde jetzt die Auszeichnung beenden. Gut, dann sage ich nochmal auf Wiedersehen an alle, die offiziell dabei waren und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, auch von mir herzlichen Dank, dass so viele trotz dieser Übersättigung von Zoom-Events dann doch zu uns gefunden haben. Herzlichen Dank. Ich hoffe, das war das letzte Mal, aber ich weiß es nicht. Sieht im Moment nicht so aus. Ich glaube, wir werden einfach weitermachen müssen über Zoom. Und es ist ja auch irgendwie ganz schön, so bei sich zu Hause zu sitzen. Für mich ist es ja, ihr seht ja hier, genau, ist eigentlich ganz entspannt, dass man nicht irgendwo rausrennen muss in die Kälte und dass man von zu Hause aus so einen direkten Zugang hat zu das habe ich mir auch vorhin überlegt, als ich mich vorbereitet habe, dass man die Autorin da